Ich kann meinen Augen nicht trauen. Oh. Ich sag besser gar nichts mehr dazu und es ist unzumutbar. Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Es ist wieder soweit, es geht weiter mit Hashtag Gaming Schrott, eurem Lieblingsformat. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier wieder was ganz Besonderes für euch organisiert. Und zwar ist es dieses Mal ein Captiva Gaming PC. Den haben wir auf Otto gefunden, beziehungsweise ein Zuschauer hat uns den auf Instagram gesendet. Und den fand ich doch ziemlich bemerkenswert, den PC. Und ich bin mir fast sicher, dass das so ziemlich der, ja, besonderste PC ist, abgesehen vielleicht von den Wish PCs, die wir hier bei dem Format bisher anschauen konnten. Es wird auf jeden Fall super spannend und ich hätte gesagt, wir packen den PC direkt mal aus. Dieses Video wird euch präsentiert von Nvidia und den GeForce Deal Weeks bei NBB. Noch bis zum 4. September habt ihr die Möglichkeit, bei NBB richtig gute Schnäppchen zu machen, denn Nvidia hat ordentlich an der Preisschraube gedreht. Nicht nur Gaming-Laptops, sondern auch Fertig-PCs und Grafikkarten für den Selbstbau sind stark reduziert. So gibt's zum Beispiel eine Nvidia GeForce RTX 3060 ab 379 Euro, eine 3060 Ti für 479 und die 3070 für 569 Euro, jeweils die aktuellen Bestpreise. Und auch sonst könnt ihr ordentlich sparen. Es gibt zum Beispiel den MSI Thin GF63 mit i5 und RTX 3050 für 699 Euro oder den Lenovo Legion T5 Gaming PC mit i5 und RTX 3070 für 999 Euro. Klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung, um euch alle Angebote anzuschauen und natürlich findet ihr die besten Deals auch bei uns auf der Homepage verlinkt. Ganz wichtig erstmal hier der Aufkleber. Nicht werfen, das wird sich im Laufe des Tests noch herausstellen. Wenn der uns enttäuscht, wird er vielleicht auch aus dem Fenster geworfen. Ach du Scheiße, Manu, nein! Verkauft wurde er uns als Advanced Gaming PC und ja, CPU AMD 4700S. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, was das genau bedeutet. 60 GB DDR4 Speicher, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das stimmt. RX550 1 TB SSD und den packen wir jetzt mal aus. So, da ist er, der Captiva. Netzstecker und Handbuch. Der wunderschöne Captiva Gaming PC. Eine wahre Schönheit. Den PC haben wir, wie gesagt, von otto.de. Und ich zeige euch jetzt mal, beziehungsweise wir blenden euch jetzt mal den Shop-Artikel ein. Der ist nämlich echt sehr, sehr interessant. Und zwar ist es der Captiva Advanced Gaming PC. Und verbaut ist eben ein AMD 4700S und eine RX 550. Mit dem PC soll man wohl gut spielen können, weil es ist halt ein Advanced Gaming PC und kein Entry-Level Gaming PC oder so, wie die sonst heißen. Hier haben wir sogar eine RX 550. Und der PC soll 1000 Euro kosten. Ich sehe jetzt gerade, der ist jetzt im Angebot. PC ist runtergesetzt um 30%. Auch ganz wichtig, auf der Seite direkt der Entsorgungshinweis. Der könnte vielleicht auch noch relevant werden, weil ich mir nicht sicher bin, ob der PC wirklich als Gaming-PC durchgeht. Wir schrauben das Teil jetzt mal auf und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr über die Sachen, die hier drin verbaut sind. So, also wir haben den PC jetzt aufgemacht und wie ihr sehen könnt, auf den ersten Blick, es ist natürlich absolut ein Gaming-PC. Das Ding schreit nach Gaming-PC. Nicht nur das Gehäuse mit dem ganzen Alu, sondern auch hier die Innereien, sage ich mal. Schau dir mal diesen Kabelknobel an, den die da gemacht haben. What the fuck? Ein RGB-LED-Control. Da werden wir mal noch schauen, wo hier nachher die RGB-Lüfter sind. Weil ihr erinnert euch gerade an das Produktbild zurück. Da war hier alles voll mit RGB-Lüftern. Da waren RGB-Lüfter, hier war ein CPU-Kühler. Davon kann ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht sonderlich viel sehen. Und auch allgemein dieses ganze Konstrukt hier, das Mainboard. Mini-ETX, sehr geil in einem ATX-Gehäuse. Und die Grafikkarte, die macht natürlich auch Lust auf Gaming. Wir sehen hier schon, kein PCI-Express-Stromanschluss. Das wird ordentlich abgehen nachher beim Spieletest. Das hier ist das AMD Ryzen 4700S Desktop Kit. Das ist wirklich super interessant, also wirklich sehr interessant. Darin verbaut werden quasi die Chips, die nicht für die PS5 verwendet werden können. Weil ihr wisst ja, bei der PS5 ist es so, da ist eine APU verbaut. Das heißt, CPU und Grafikeinheit sitzen auf einem Chip. Und ja, das ist halt die PS5. Da gibt es keine dedizierte Grafikkarte wie hier. So, die Chips, die irgendwie Probleme mit der Grafikeinheit haben, die werden hier in dieses Kit eingebaut. Hier wird die Grafikkarte oder die Grafikeinheit in der APU dann deaktiviert. Und deswegen haben wir hier so eine RX 550. Das gesamte Teil hier, also das Mainboard mit CPU, mit Kühler und mit Grafikkarte, wird von AMD so vertrieben. Das heißt, Captiva hat hier nicht sonderlich viel selber konzipiert an dem PC. Wir haben bei der Konsole halt Unified Memory, das heißt, wir haben GDDR6 Speicher. Der ist dementsprechend auch hier drauf, obwohl jetzt vorher auf der Verpackung DDR4 angegeben war. Also da hat Captiva sich nicht sonderlich gut informiert. Wir haben hier jedenfalls 16 GB GDDR6 Speicher, auf den aber nicht eine Grafikkarte zugreift, sondern nur diese CPU. Was auch sehr interessant ist,
ist, dass wir vom PCI Express Interface, ihr könnt hier sehen, wir haben hier einen X16-Slot. Intern an der CPU ist er nur mit X4 angebunden. Und jetzt würde man sich denken, okay, Zen 2, der ist bestimmt mit PCI Express 3 oder so, vielleicht sogar PCI Express 4 angebunden. Nee, der ist mit PCI Express 2.0 angebunden. Dementsprechend kann das Ding auch nur 2 GB pro Sekunde übertragen. Hier ist jetzt eine RX 550 drin. Dafür reicht die Bandbreite gerade noch so aus. Aber wenn wir da jetzt irgendwie was Richtiges aufrüsten wollen, zum Beispiel eine RTX 3080 oder selbst eine 3060, dann wäre das PCI Express Interface von der CPU halt der Flaschenhals. Und was Aufrüsten angeht, ist man halt komplett raus. Und auch die CPU, ganz wichtig, die ist hier verlötet. Also auch CPU aufrüsten geht natürlich nicht. Und auch der RAM, beziehungsweise halt hier eben diese 16 GB GDDR6 Grafikspeicher, sind auch verlötet. Die sind hier auf der Rückseite von dem Ding. M.2 SSDs gehen nicht. Gibt keinen M.2 Slot. Dementsprechend haben wir hier drin in unserem Captiva PC auch eine SATA SSD eingebaut. Jetzt habe ich das gerade gesehen und ich kann meinen Augen nicht trauen. Die haben hier einfach den SATA Anschluss und auch den Stromanschluss mit Heißkleber festgeklebt. Also es ist echt der Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das Netzteil, da steht gar nichts drauf. Dementsprechend habe ich nicht sonderlich viel Vertrauen in das Teil. Das ist eigentlich alles, was man zu diesem PC erstmal sagen kann, zu den Innereien. Und wir werden das Ding jetzt erstmal gleich testen. Wir haben jetzt hier unsere Test-SSD eingebaut in den PC. Wie ihr sehen könnt, fachgemäß ist die hier eingebaut. Wir haben uns ehrlich gesagt nicht zugetraut, hier diesen Kabelknäuel zu öffnen. Wir werden jetzt zusammen den ersten Start dieses PCs durchführen. Und ich bin echt gespannt, was für ein Erlebnis das wird. Also, let's go. Ach du Scheiße. Ich hoffe mal, der wird jetzt leiser gleich. Okay, gut. Also das war nur die Turbine, die hier einmal angeworfen wird beim Starten. Und hier unten drin geht so ein bisschen Disco-Feeling ab. Ich habe ein bisschen Angst, hier verstrahlt zu werden von dem PC. Deswegen werde ich den jetzt gleich mal runterstellen. Hallo, ich bin Cortana. Wir sind direkt reingebootet ins Windows und wurde auch alles erkannt. Unsere Test-SSD, wir haben alle Treiber kurz aktualisiert und so. Jetzt werden wir uns zusammen mal anschauen, was der Captiva Gaming PC, der Advanced Gaming PC, für 1000 Euro immerhin auf dem Kasten hat, weil da kann man ja schon erwarten, dass man mit einem Advanced Gaming PC die neuesten Spiele spielen kann, würde ich mal sagen. Zumindest für den Preis. Wir gehen erstmal rein in HW Info Memory. Wird auf jeden Fall nicht erkannt, was für eine Art. Steht einfach nur Default String. 16 GB, das stimmt auf jeden Fall. So, und unsere CPU, die wird auch richtig erkannt. Die taktet hier von 700 MHz bis 3200 MHz. Wird hier auch als 8 Kerne erkannt. So muss das sein. Temperatur haben wir 60 Grad wahrscheinlich. Also 60 Grad ist dafür, dass wir im Idle sind, schon eine ordentliche Temperatur. Unsere RX 550, da habe ich auch schon vorher drüber gesprochen. Also der GPU-Teil auf unserer APU, der deaktiviert wurde, ist ungefähr so schnell wie eine RX 5700 XT. Und eine RX 550 ist natürlich deutlich langsamer. Also eine PS5 hätte um einiges mehr Leistung. Ich lasse mal HW-Info offen und starte nebenher mal einen Cinebench R15. Machen wir zuerst mal ein Multicore-Run. Okay, geht direkt hoch auf 77 Grad, 80 Grad, 84 Grad. Da sieht man schon Parallelen zur PlayStation eigentlich. Da sieht man Parallelen zur PlayStation. Auch von der Lautstärke, die da unten sich jetzt entwickelt. Und auf jeden Fall auch Parallelen zum HP Gaming PC. Mit dem durchaus durchdachten Lüfterkonzept von letztem Mal. Stimmt, ja. So, also 1500 Punkte im Cinebench R15 Multicore. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Ich mache jetzt noch den Single-Core. Und da bin ich gespannt, was bei rumkommt. Und was man auch noch sagen muss zu der CPU, das ist nämlich auch interessant. Es ist zwar ein Zen 2 Chip, also man könnte auf die Idee kommen, okay, das ist gleich oder performt gleich wie ein Desktop Chip. Das ist aber nicht so. Hier ist natürlich GDDR6 Grafikspeicher verbaut, statt DDR4 Speicher zum Beispiel. Das habe ich ja vorher schon angesprochen. Und es ist halt so, dass ein Grafikspeicher zwar sehr viel Bandbreite hat, sehr viel Durchsatz, aber die Latenzen ziemlich hoch sind im Vergleich zum Beispiel zu DDR4 Speicher. Und eine CPU profitiert eher von niedrigen Latenzen. Ich habe mies recherchiert. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Immerhin taktet sie mit 4 GHz im Turbo auf einem Kern. Hm. 159 sind's. Kein Score, den man von einem, sag ich mal, 1000 Euro PC oder von einem Advanced Gaming PC im Jahr 2022 erwarten würde. Als erstes Spiel, ihr wollt es alle sehen, der Toaster-Test natürlich. Wir gehen rein in CSGO und starten mal das Spiel. Ihr wisst ja alle, dass ich immer abliefere in CSGO. Bitte nicht abstürzen. Oh. Oh nee. Ich sag's noch, bitte nicht abstürzen, stürzt einfach ab. Okay, also, das ist ein neuer Gaming-PC, 1000 Euro, der kann es nicht in CSGO abstürzen. Vielleicht haben die bei Captiva den Gaming-PC von Benjamin gesehen und haben sich gedacht, der kann so geile PCs bauen, den stellen wir ein. Das ist es. Das ist es. Es ist einfach schon wieder abgestürzt. Belassen wir es dabei. CSGO scheint schon zu advanced zu sein. Das ist zu advanced. Das Spiel ist einfach zu advanced für den Captiva Gaming PC. Der muss ja auch DirectX 12 und TimeSpy können. TimeSpy, run, ja.
Das sieht schon nach einer extrem soliden Performance aus, Tobi. Was meinst du? Das geht auf jeden Fall Frame für Frame durch. Frame für Frame. Die Dia-Show ist jetzt gerade richtig ins Rollen gekommen. Das erinnert mich an früher, wenn man diese Daumenkinos gebastelt hat. Stimmt. Es ist zu wild. Aber wenn sich halt jetzt jemand nicht damit auskennt und der sieht da Advanced Gaming PC. Ja, das ist halt das Ding. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dieses Format machen, oder? Oftmals ist es ja so, irgendwie Eltern wollen ihrem Sohn, ihrer Tochter was Gutes tun und halt irgendwie einen Gaming PC zu Weihnachten oder zum Geburtstag holen. Dann gehen die auf Otto, weil die, keine Ahnung, öfters mal was bei Otto kaufen, geben einen Gaming-PC, dann kommt der Captiva Advanced Gaming-PC, ja, unschlagbaren 30% Rabatt statt 1000 Euro für 687 und dann denken die, boah, was für ein geiles Angebot, wir tun unserem Sohn was richtig Gutes, kaufen ihm diesen PC, dann startet er den Timespy und hat 5 FPS, dann startet er CSGO und stürzt einfach ab, einfach geile Sache. Und dann denken die noch, der PC ist kaputt. Ich habe das schon oft gesehen, da steht in den Bewertungen, ja, der PC ist leider kaputt angekommen. Nee, der ist nicht kaputt, der ist halt einfach nur scheiße. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Das Einzige, was bei dem PC Advanced ist, das ist die Gewinnmarge wahrscheinlich. Gut, also, wir haben unsere Punktzahl. 1068 Punkte, ganze 1068 Punkte im Timespy. Und davon 928 Grafikpunkte. Hier ist eine krasse Diskrepanz zwischen Grafik- und CPU-Score. Ein CPU-Score von 7649 Punkten. Ihr könnt es gerne mal vergleichen mit euren eigenen Systemen. Schreibt mal eure Punktzahlen in die Kommentare. 3D Mark und Timespy ist kostenlos. Einfach nur die Demo runterladen bei Steam. Als CSGO-Ersatz, hätte ich gesagt, gehen wir in Rainbow Six Siege, weil das ist ja auch ein Spiel, das läuft eigentlich immer. Aber du siehst, Rainbow Six Siege läuft nicht wirklich rund. Es läuft nicht wirklich rund. Auf mittleren Einstellungen haben wir 34 FPS in Rainbow Six Siege. Ein Spiel, wo wir teilweise in Tests irgendwie 500 FPS haben, haben wir hier 34. Es droppt runter bis auf 18, also es ist unzumutbar. Die Captiva Folter wird beendet. Was wir ausprobieren können, wäre noch Assassin's Creed Valhalla. Weil Assassin's Creed Valhalla, das läuft natürlich auch auf jedem PC. Also wir sind jetzt auf niedrig. Wir sind auf 1080p, 100% Renderskalierung und dann starten wir den Benchmark. Das wird so geil. Wir kratzen an den 20 FPS, also wir sind die ganze Zeit deutlich drunter. Wir haben so 15, 16, 17. Leider kann MSI Afterburner uns auch nicht die CPU-Temperatur anzeigen, weil die wäre echt interessant bei den Benchmarks. Wenn die nach einem Run Cinebench schon bei irgendwie, was waren das, 86 Grad war, dann wird die komplett durchdrehen in den Spieletests. Gab es nicht immer diese Werbung gefunden bei Otto? Und alle hatten nur eine Frage im Kopf. Wo hat sie den Captiva Advanced Gaming PC? Ja, gefunden auf otto.de. Stabile 14 FPS, minimal 8, maximal 19. Ich sag besser gar nichts mehr dazu und wir gehen direkt rein in Fortnite. Also Full HD und niedrige Einstellungen. Ja. Du meinst, ich kann das jetzt flüssig spielen auf niedrigen Einstellungen? Dann kann es sein, dass Fortnite der neue Toaster-Test wird, wenn das jetzt auf niedrigen Einstellungen läuft. Hey. Wo geht man hin in Fortnite? Ich bin in Tilted. Wo ist mein Golden Scar? Ich kann in Tilted, Thomas. Wo ist mein Golden Scar? Ich denke, es zeigt sich jetzt schon, dass man auch Fortnite auf niedrigsten Einstellungen gut spielen kann. In 1080p nicht mit 60 FPS spielen kann, sondern eher mit 30. Ja. Aber mehr sieht das Auge doch eh nicht, oder? Stimmt, eigentlich sieht das Auge ja nur 24 FPS wegen Film. Ach du Scheiße. Willst du? Dem hast gezeigt. Du hast richtig gezeigt, Mann. Bring dich an, dann können wir sie auf dem anderen Kanal gerade auch noch hochladen. Hey, wo ist denn der jetzt? Ah. Oh. Ah. Ich habe jetzt noch hier auf der Liste Doom 64. Wir starten das ganz kurz. Schauen, ob Doom 64 läuft. Okay, also Doom 64 funktioniert leider nicht. Es ist leider abgestürzt. Ja, ich denke, dann... Warte. Doom läuft ja doch. Schau es dir an. Au. Und schau mal, wie das läuft. Das ist ja, oh mein Gott, wir können Doom flüssig spielen. Endlich. Im Jahr 2022. Das ist unglaublich. Wir stellen nochmal 3 von den Geräten. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Spiel denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. AMD Ryzen 4700S Desktop Kit. Absoluter Schmutz. GPU deaktiviert, CPU verlötet. Wir haben Grafikspeicher statt richtigen RAM, der auch verlötet ist. Wir haben keinen M2-Slot. Wir haben einen fest verbauten Kühler, also nicht fest verbaut, aber mit irgendwelchen Maßen. Also man kann keinen anderen Kühler da drauf bauen. Wir haben einen abgespeckten PCI Express-Slot, der nur auf PCI Express 2.0 läuft mit X4-Anbindung. Dementsprechend ein Grafikkarten-Upgrade unmöglich macht. Nicht empfehlenswert, sollte man sich nicht holen, sollte man nicht verbauen und sollte man auch nicht an den Kunden als Advanced Gaming PC verkaufen. Damit ist also auch unser Captiva Advanced Gaming PC offiziell
Gaming-Schrott. Herzlichen Glückwunsch, Captiva. Kauft euch den PC nicht, macht nicht den Fehler. Wenn ihr irgendwelche anderen PCs gefunden habt im Internet, die wir uns mal anschauen sollten, oder vielleicht auch Gaming-Gadgets oder irgendwelche lustigen Artikel auf AliExpress, Wish und Co., schickt sie uns gerne. Wir schauen uns die Sachen an. Und bis dahin, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.